Großer D-Böller-Vergleich. Unten links fangen wir an mit den grünen Kometböllern noch. Vorne noch schön zugestopft. Sehen auf jeden Fall noch ordentlich aus. Besser auf jeden Fall wie von heute. Oh ja, sehr schön. Jetzt die schwarzen aktuellen. Vorne schon Tonerde. War ja klar. Komet. Ja, der erste. Oh, der war erstaunlich gut, muss ich sagen. Das ist erst ausgegangen. Der war richtig gut. Ich muss sagen, die können gut mithalten mit den alten noch. Nico. Cover. Aktuelle. Ja, jetzt Diamond, habe ich zwei verschiedene Ausführungen. Einmal hier älter, neuer mit Tonerde vorne und zugestopft. Sind wir gleich mal hintereinander. Erstmal die aktuellen. Auch noch ordentlich laut. So, jetzt die D-Böller von Diamond zugeschopft und rechts. Jetzt weiter. Das ist Wasser, kann man nichts machen. Ja, das zweite. Ja, der war auf jeden Fall, das heißt, der nicht zugeschopft. Geht's weiter mit dem Booster D. Achso. Die sind wohl am besten. Da freue ich mich jetzt schon mal. Oh ja. Wunderschön. Dann geht's weiter mit Keller, Münchhausen-Cover. Ja, die kommen. Auf jeden Fall nah an dem Booster die dran. Ja, schön. Geht's weiter mit denen. So, als nächstes die Pyra C-Böller. Leider nicht mehr die D-Böller bekommen. Aber man soll auch gut vergleichen. Ja, komm, auf jeden Fall. Na, ein D-Böller dran. Ninja Cracker Cover, D-Böller. Hinten ein bisschen verklebt noch, vorne eine Tonerde. Na, die sind nicht ganz so gut, finde ich. Kellerböller, Universum Cover, hinten vorne Tonerde. Oh ja, die sind auf jeden Fall noch gut. Als nächstes Leslie D-Böller. Hinten vorne Tonerde, nichts Besonderes. Das ist jetzt am schlechtesten. Ja, auf jeden Fall am schlechtesten. So, geht's weiter mit Keller aktuell. Aus Netto, aus dem Schinken. Schon ja auch zwei Stück. Sind dann auch die letzten. Na, sehr schlecht. Am besten auf jeden Fall die Booster D und dann die Diamonds zugestopften vorne.